Wir fahren heute nach Barnówko. Ich chciałbym serdecznie przedstawić wójta sołtysa Barnówka, pana Janusza Fabiańczyka i przewodnika po całym regionie myśliborskim i Dębna i tutaj w ogóle wszystkich okolic pana Marka Schillera. Es ist ein kleiner Ort mit etwa 290 Einwohnern. Es gibt hier eine Schule und einen Kindergarten. Die Einwohner beschäftigen sich mit Holzverarbeitung. Wir haben eine Firma und eine Fischerei. Es gibt auch Waldwirtschaft und eine Raffinerie. Und jetzt gehen wir zu Herrn Marek Schiller. Powiedz króciutko chronologicznie, jak powinniśmy rozpocząć? No, ja może nawiążę najpierw do tego, że jeżeli coś się dzieje, to zawsze się dzieje na jakimś obszarze terytorium. Wir drehen uns um. Hinter uns sehen wir die Stelle, an der die Geschichte des Ortes beginnt. Ja, das ist das Zentrum von Barnówek, Bernäuchen. Der Ort hat als erster im Landkreis Neudamm, polnisch Dębno, den Status einer Stadt bekommen. Die Stadtrechte bekam Bernäuchen 1317 von den Brandenburger Markgrafen. Hier verliefen die Handelswege nach Soldin, nach Neudamm und nach Landsberg an der Warte, polnisch Gorzów Wielkopolski. Um den Kaufleuten eine gewisse Sicherheit zu gewährleisten, musste der Ort befestigt werden. Wie kann man sich die Stadt vorstellen? Denn heute können wir nur das sehen, was vor unseren Augen liegt. Ja, hinter den Kirschbäumen kann man eine Senke sehen. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich hier eine Befestigung befand. Dazu gehörte der Wassergraben und eine Holzpalisade. Eine Stadtmauer gab es hier nicht. Wir haben ein Faltblatt, das durch den Naturschutzverein in Neudamm herausgegeben wurde. Hier kann man den Wassergraben sehen. Ja, hier ist der Wassergraben. Er war rund mit einem Radius von etwa 800 Meter und er war 2,5 Kilometer lang. Und wir stehen hier. Die Frage ist, wer hier gewohnt hat. Hier lebten zuerst slawische Stämme. Die erste Siedlung der Slawen war hier im Ort Hilja, also heute etwa 100 Meter hinter der Schule. Es sind aber keine Spuren von dieser Siedlung erhalten geblieben. Dann gehen wir weiter und schauen uns den Ort an. Gehen wir zum ehemaligen Wassergraben. Bei unserer Wanderung durch Bernäuchen kommen wir an den Ort, an dem die Besitzer, Familie von dem Borne, ein Gutshaus mit einem Park besaß. Links sehen wir Ackerland und vor uns eine alte Eiche, eine Stieleiche. Damit eine Eiche so groß werden kann, muss sie erst mindestens 100 Jahre wachsen. Es gibt mehrere solcher Bäume im Park. Die Eichen sind alt genug, dass sie die Zeiten der Gründung des Guts Bernäuchen in Erinnerung haben. Sie können sich wohl auch an die ehemaligen Besitzer erinnern. Die Besitzer besaßen nicht so viel Ackerland. Ende des Zweiten Weltkrieges befand sich hier ein Flugplatz der polnischen Armee. Hier war der Stab des Befehlshabers stationiert. Heute werden hier Pflanzen angebaut. Noch weiter links, hinter den Strommasten, im Wald, befindet sich hinter den hellen Bäumen ein prähistorischer Hügel. Das Land von Max von Borne war nicht so groß, doch er war bestrebt, von diesem Land die Familie zu ernähren. Er hat Fischteiche angelegt, bis zu mehreren Hektar groß. Er hat Fische verkauft. Im Jahr 1890 hat er Krebse aus Nordamerika hierher gebracht. Leider waren diese Krebse bakteriell infiziert und die Zucht ist nicht gelungen.
Die Gebäude von dem Gut Berneuchen sind nach 1945 kaputt gegangen. Die Gutsgrenzen kann man noch heute an den Bäumen erkennen. Es wächst hier auch Hopfen, das heißt, dass es hier eine Brauerei gab. Wir gehen weiter. Hier in der Mitte des Parks stehen alte Eichen und am Boden schlängelt sich der Efeu. Jest wyścielona tutaj tworzącymi się gałązkami bluszczu i Unsere Reise mit dem Buch ist an dem wichtigsten Punkt angekommen. Von dem Gutshaus ist fast nichts erhalten geblieben. Ohne Marek Schiller hätte ich den Ort nicht gefunden. Für mich sieht es wie ein zum Beispiel Bombenloch aus. Nein, es ist kein gewöhnliches Loch in der Erde. Hier stand das Gutshaus der Inhaber von Barnówko. Es sind keine Steine, es ist kein Backstein geblieben. Hier fanden die interessanten Treffen statt von Pastoren, Theologen und Philosophen. Ja, hier ist die sogenannte Berneuchener Bewegung von etwa 1920 bis 1922 entstanden. Eine protestantische Erneuerungsbewegung. Diese Bewegung verbreitete sich in ganz Deutschland. Ende dieser Bewegung hier war das Jahr 1945. Aber diese Bewegung wird in Baden-Württemberg fortgesetzt. Jest jego obecna siedziba. Czyli Barnówko to nie tylko folwark, dzisiaj wydobycie gazu, ale to też miejsce, w którym narodziła się pewna istotna myśl. Also Barnówko, Berneuchen, ist nicht nur das Gut, es ist auch eine Bewegung, die sich kurz vor der Machtergreifung der Nazis entfaltet hat. Nazistów w 1933 roku.